Montag, der 21. Juni 2021. Sommersonnenwende, Wechsel des Sonnenzeichens Zwilling in die Krebse. Bedeutet Mond im Skorpion. Wasserenergie, ja, sehr gefühlvoll, sehr empfindsam, natürlich familiär und liebevoll. Aber auch tiefgründig und nachbohrend, muss man so sagen. Am 21. ja, steht die Sonne dann im Krebs und Venus und Neptun haben einen tollen Winkel an diesem Tag. Das bedeutet, dass man in Fantasie voller Liebe schwelgen kann. Also, dass man in der Liebe auch die Fantasie spielen lassen kann, durchaus. Es bedeutet Harmonie, es bedeutet einen schönen Tag voller schöner Momente, wenn man achtsam ist und diese auch sieht. Einen schönen guten Tag, mein lieber Widder. Wir sind beim Montag, dem 21. Juni 2021. Die Sonne wechselt in den Krebs und wir haben Sommersonnenwende und Sommeranfang. Schöne Energien. Auch mit Venus und Neptun sollte ein schöner Tag werden. Schauen wir uns an, was wir für den Widder in der allgemeinen Tageslegung heute haben. Was haben wir da? Ach, der Schwerter. Na, so ein bisschen Gedanken, Kreisen. Drei der Schwerter. Verletzung, Kränkung, Enttäuschung. Drei der Kelche, Gesellschaft, Umfeld. Und neun der Schwerter. Bis auf die drei der Kelche sehr sachlich. Ich denke mal, dass du heute, obwohl es gute Energien gibt, erstmal, naja, nicht so gute Laune hast und aus einem Gedankenkreisel nicht so schnell rauskommst. Aber es ist wichtig, dass du mit denen, die du kennst, denen, die dir am Herzen liegen und denen du vertraust, über die Dinge sprichst, die dich beschäftigen. Ich denke, dass du dann auch eine gute Lösung finden wirst, je nachdem. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind beim Montag, dem 21. Juni 2021. Sonne wechselt in den Krebs, was sehr gefühlvoll macht. Wir haben Sommersonnenwende, Sommeranfang. Wir haben den Mond im Skorpion. Das ist ein bisschen tiefgründig. Schauen wir uns an, was wir heute in der allgemeinen Tageslegung für den Stier haben. Und wir haben noch positive Energie mit Venus und Neptun. Was haben wir heute für den Stier allgemeine Tageslegung? Sechs der Kelche, Vergangenheit, Nostalgie. Man denkt an viele Dinge aus der Vergangenheit. Wir haben ja auch vorher schon mal gesagt, man soll sich um das kümmern, was einen begleitet. Was haben wir noch? Die Sonne. Positive Energie, gute Laune, Vitalkraft, du fühlst dich gut, das ist schon mal prima. Und den Knabe der Stäbe bedeutet, du hast dich darauf fokussiert, etwas zu erreichen, etwas voranzubringen. Und wir haben das Ass der Kelche. Das heißt, du kümmerst dich mit sehr liebevoller, sehr positiver Energie um deine persönlichen Belange. Das ist genau das, was die Sterne sozusagen auch möchten. Sechs der Kelche, Vergangenheit, Positives, damit umgehen. Dann haben wir den Fokus auf dich selbst, dass du deine innere Liebe, dein Wohlbefinden beachtest. Ich wünsche dir einen schönen sonnigen Tag und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Zwillinge. Wir sind beim Montag, dem 21. Juni 2021. Wir haben Sommersonnenwende, Sommeranfang, die Sonne im Krebs, den Mond im Skorpion. Wir haben positive Energien mit Venus und Neptun. Was haben wir für den Zwilling in der allgemeinen Tageslegung heute? Königin der Schwerter. Königin der Schwerter ist ja Aufrichtigkeit zu sich selbst, authentisch sein. Das ist auch deine Energie natürlich. Und natürlich aufrichtig sein zu anderen. Zwei der Stäbe. Du stehst vor einer Weggabelung, weißt aber schon ungefähr, wo du hin willst. Dann haben wir die drei der Schwerter, da ist eine Enttäuschung drin. Da ist vielleicht, dass du bei der Entscheidung irgendwas erfährst oder jemand etwas sagt, was nicht so nett ist. Wir haben den Hierophanten. Das kann auf der einen Seite
wenn du dich irgendwo beworben hast, eine Absage bedeuten. Es kann aber auch bedeuten, dass jemand in deinem nahen Umfeld mit dem, was du vorhast, nicht so ganz einverstanden ist. Bleib dir selber treu. Überlege natürlich, was da vielleicht an Kritik geübt wird. Es muss nicht Bestand haben, aber es ist auf jeden Fall wichtig, da keine größere Sache draus zu machen. Ich denke, es geht nur darum, sich vielleicht auch irgendwo zu einigen. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir sind bei Montag, dem 21. Juni 2021. Sommersonnenwende. Sonne wechselt in dein Sternzeichen, lieber Krebs. Das gibt dir die richtige Power. Wir haben den Mond im Skorpion. Wir haben Venus und Neptun positiv. Was haben wir heute als Tageslegung für den Krebs allgemein? Wir haben 9 der Stäbe. Du gibst nicht auf, du bleibst dran, aber du achtest bitte darauf, dass du dich nicht verausgabst. Wir haben die 4 der Münzen, das kann bedeuten, dass du an etwas oder jemandem festhältst. Es kann auch bedeuten, dass es ja wichtig ist, finanziell nicht zu viel auszugeben. Wir haben die Königin der Stäbe, Feuerenergie, Temperament, positive Attitüde. Das ist auch ja mit Leidenschaft an etwas arbeiten, an etwas dranbleiben. Und wir haben die 7 der Münzen. Bedeutet, lass dir Zeit, hetz dich nicht, mach langsam, überleg dir jeden Schritt, dann wirst du deine Ziele auch erreichen. Ich denke auch, dass du dich hier nicht verausgaben sollst und dass du ruhig überlegt weitergehen sollst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Löwe. Wir sind bei Montag, dem 21. Juni 2021. Sommersonnenwende, Sonne wechselt in den Krebs, Mond steht im Skorpion und wir haben gute Energien mit Venus und Neptun. Was haben wir heute in der allgemeinen Tageslegung für den Löwen? Wir haben den Hierophanten. Das sind wichtige Verbindungen. Das kann privat sein, aber auch beruflich. Wir haben die Zurückhaltung, 2 der Schwerter und Gerechtigkeit. Es geht darum, zurückhaltend zu sein und vielleicht erstmal zuzuhören. Es geht darum, fair zu bleiben, also ein offenes Ohr zu haben heute für dich. Und wir haben die 7 der Stäbe. Es bedeutet, dass du deine Belange sachlich und klar rüberbringst. Das heißt, du hörst dem anderen, der anderen erstmal zu und dann vermittelst du deinen Standpunkt. Ich denke, das kann, wie gesagt, beruflich oder privat sein. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Schönen guten Tag, liebe Jungfrau. Wir sind bei Montag, dem 21. Juni 2021. Wir haben Sommersonnenwende. Die Sonne geht in den Krebs heute. Sehr familiäre Energie. Wir haben den Mond im Skorpion. Wir haben gute Neptun- und Venus-Energie. Schauen wir uns an, was wir für die Jungfrau allgemein heute haben. Wir haben die 2 der Stäbe, bedeutet, du stehst an einer Weggabelung. Wir haben den Wagen, Krebsenergie, die Zügel in die Hand nehmen und wir haben die 7 der Schwerter. Nicht alles, was dir berichtet wird, ist wahr, also schön hinterfragen, was dir mitgeteilt wird. Das kann nämlich sicherlich deine Entscheidung beeinflussen. Knabe der Schwerter, es ist wichtig, dass du verschiedene Meinungen oder Informationsquellen anzapfst und dich nicht auf die erstbeste verlässt. Es ist wichtig, dass du eben unterschiedliche Quellen hast. Das ist sehr wichtig. Ich denke, es ist relevant für deine Entscheidung. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind beim Montag, dem 21. Juni 2021. Und wir haben Sommersonnenwende und die Sonne wechselt in den Krebs, was eine sehr familiäre Energie bedeutet. Wir haben Mond im Skorpion, positive Energien zwischen Neptun und Venus. Und was haben wir für die Waage? 8 der Kelchen, neue Wege gehen im Gefühlsbereich. Königin der Schwerter, authentisch sein, ehrlich erstmal zu dir selbst. Und dann natürlich zu anderen. 6 der Münzen, darauf achten, dass alles ausgewogen und fair zugeht. Mit den 4 der Schwertern die Dinge gut überlegt angehen. Also keine hastigen Entscheidungen, das will schon gut überlegt sein. Vielleicht hast du vor, irgendetwas gefühlsmäßig auf eine andere Art zu versuchen. Es ist wichtig, dass weder du noch dein Gegenüber zu kurz kommt.
Wir sind ja noch in einer Phase, wo Merkur rückläufig ist und so weiter. Vielleicht geht es erstmal darum, das zu planen. Ich wünsche dir viel Erfolg und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Skorpion. Wir sind beim Montag, dem 21. Juni 2021, Sommersonnenwende. Die Sonne wechselt in den Krebs, was auch sehr schön ist für dich. Der Mond steht in deinem Sternzeichen, auch sehr schön. Gefühlsmäßig, was haben wir jetzt in der Allgemeinlegung für den Skorpion heute? Wir haben die 4 der Stäbe, Hausheim, Familie. Wir haben den Eremiten, Jungfrau-Energie. Und wir haben die 2 der Kelche, sich auf Augenhöhe begegnen. Das ist sehr schön. Das bedeutet, das Licht aus sich herausstrahlen. Das ist was Inniges, das ist was im Privaten, ich sag mal im engeren Kreis, aber wir haben die 5 der Münzen. Vielleicht ist es noch nicht so weit. Vielleicht geht es darum, sich darüber klar zu werden mit dem Eremiten, was du sagen möchtest, wie du dich austauschen möchtest. Lass dir Zeit, hetz dich nicht. Es kann auch zu einem späteren Zeitpunkt zu diesem innigen Gespräch oder Zusammensein kommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Schütze. Wir sind beim Montag, dem 21. Juni 2021. Wir haben Sommersonnenwende. Die Sonne wechselt in den Krebs, was sehr familiäre Energie bedeutet. Wir haben den Mond im Skorpion, sehr tiefgründig. Neptun und Venus stehen gut zueinander. Was haben wir heute für den Schützen? 5 der Stäbe, spielerischer Wettbewerb. König der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Und die Herrscherin, das ist ja sehr schön. Das bedeutet, dass du auf dem Erfolgsweg bist, auch wenn es ja vielleicht ein bisschen hinderlich ist. Momentan sind die Energien ja noch nicht so toll. Entweder hast du Unterstützung oder es ist deine Energie, dass du für Stabilität und Sicherheit sorgst oder dir dessen bewusst bist. Die Herrscherin bedeutet, es geht voran. Die Dinge werden gehegt und gepflegt. Man arbeitet ja daran und damit werden sie erfolgreich. Wir haben die 10 der Münzen und das ist die, ja, der ganze Stabilitäts- und Sicherheitsblock, der dir zur Verfügung steht. Nutze ihn weise. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Steinbock. Wir sind beim Montag, dem 21. Juni 2021, Sommersonnenwende. Die Sonne wechselt in den Krebs, der Mond steht im Skorpion. Neptun und Venus stehen gut zueinander. Was haben wir heute für den Steinbock? Allgemeine Tageslegung. 2 der Kelche, sich auf Augenhöhe begegnen. 8 der Schwerter, Gedanken drehen sich im Kreis. Und der Neubeginn. Bedeutet etwas hinter sich lassen und etwas Neues beginnen. Vielleicht noch nicht durchführen, sondern planen. Das ist sich auf Augenhöhe begegnen, ob jetzt privat oder beruflich. Aber da ist so ein bisschen, man hakt so ein bisschen an gewissen Gedanken fest. Das sollte man so nach und nach hinter sich lassen, um dann neu beginnen zu können auf dieser Ebene. Da haben wir jetzt heute noch so ein bisschen innere Zweifel oder inneren Struggle, sagt man so auf Englisch, dass man noch nicht so genau weiß. Aber der Gedanke an sich ist schon mal ganz gut. Lass dich nicht beirren. Du findest eine Lösung. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Wassermann. Wir sind bei Montag, dem 21. Juni 2021, Sommersonnenwende. Die Sonne wechselt in den Krebs, sehr familiär. Mond steht im Skorpion, sehr tiefgründig im Gefühlsbereich. Was haben wir für den Wassermann allgemeine Tageslegung? Ach ja. Venus und Neptun stehen auch noch positiv zueinander. So, wir haben den Ritter der Stäbe. Du bist risikobereit. Das Ass der Stäbe. Du bist mit Leidenschaft dabei. Und es geht um Haus, Heim, Familie, Freunde und so weiter. Kann natürlich sein Freundeskreis, ne? Leute, die dir nahestehen. Da ist sehr viel Temperament drin von deiner Seite. Sei ein bisschen vorsichtig. Wir haben diese Energie mit Krebs. Da kann sich der eine oder andere auf den Zeh getreten fühlen, denn wir haben die 5 der Münzen. Das ist der Rückzug. Das kann bedeuten, dass man vielleicht nicht ganz konform geht mit deiner Risikofreude oder mit dem, wofür deine Leidenschaft schlägt. Das muss nicht negativ sein. Wir haben eh noch eine Energie, wo man auch nicht so direkt durchstarten sollte. Vielleicht wartest du einfach noch ein paar Tage. Das überlasse ich dir. Viel Erfolg und bis morgen. Ein
Wunderschönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind bei Montag, dem 21. Juni 2021. Die Sonne wechselt in den Krebs. Wir haben Sommersonnenwende. Mond steht im Skorpion, passt ja sehr gut für dich als Wasserzeichen. Venus und Neptun stehen günstig zueinander. Was haben wir jetzt heute für die Fische? Allgemeine Legung. Der Stern, Heilung. Die Sonne, positive Energie, Kraft, Energie, Freude. Und der Hierophant, enge Bindungen. Ich denke, da können einige Dinge geklärt werden, vielleicht erstmal innerlich. Und dann haben wir die 10 der Stäbe. Dich belasten Beziehungen, wo es vielleicht Heilung bedarf. Aber lass dir Zeit. Die Heilung braucht Zeit. Wenn du positiv daran gehst, wird sich das auch auflösen, auch innerhalb der Beziehung oder mit den Beziehungen. Ein bisschen Geduld noch bis zum 23., dann wird Merkur wieder vorläufig und am 26. ist auch diese Saturn-Uranus-Spannung vorbei. Aber positive Attitüde kann nicht schaden. Ich wünsche dir viel Erfolg und sag bis morgen. Musik.